Hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Simulation. Ich bin CDB und begrüße euch ganz herzlich und freue mich natürlich, dass du wieder einschaltest zu einer weiteren Folge. Ja, wir sind heute mal wieder mit der BE46Tram 2000 unterwegs und wir wollen uns mal heute mal anschauen in der Folge, ja, wie sich das Fahrzeug denn nachts so verhält. Wie sieht's aus mit der ganzen Beleuchtung und alles sowas? Ja, deswegen dachte ich mir mal so, wir testen das Ganze mal dementsprechend. Ihr seht, noch ist es Tag. Ja, wir werden uns mal kurz eine kleine Runde drehen, denn wir bilden hier gerade schon einen riesen Stau hinter uns. Und das müssen wir mal jetzt schnell mal ein bisschen korrigieren. Deswegen werden wir jetzt mal gleich in unser Fahrzeug hier springen. Und werden dementsprechend mal so ein bisschen das Fahrzeug aufrüsten, uns an der Stelle stellen und dann mal einfach mal zur Nacht wechseln, um einfach mal zu gucken, ja, wie schaut es denn aus, wie sieht es denn so im Dunkeln aus. Da bin ich mal mega gespannt drauf. Ich mag das ja so, wenn das halt richtig geil beleuchtet ist. Deswegen, ja, lasst uns mal schnell mal hier diesen Stau hier auflösen und dementsprechend das Fahrzeug jetzt erstmal aufrüsten. So, falsch rum. So, das haben wir drin, das haben wir drin. Deswegen werden wir jetzt mal kurz mal hier nach vorne beschleunigen. Und lassen uns mal überraschen, wie es denn hier so im Dunkeln aussieht. So, Tram Zürich oder Team Zürich hat uns auch schon auf den Kommentaren geschrieben. Und hat uns mal so ein bisschen erzählt, ja, was es hier so gibt. Ihr könnt wohl das Ganze hier auch mit dem Lenkrad spielen. Ja, das soll wohl ziemlich cool sein, dass ihr euer Lenkrad, was ihr zu Hause zum Beispiel angeschlossen habt, dementsprechend auch so einrasten lassen könnt. Ja, müssen wir mal testen, wenn es dann mal soweit ist, wenn ich das Lenkrad dann mal wieder konfiguriert habe in Lotus. Denn ja, wie ihr wisst, muss ich ja mein System neu aufsetzen und so weiter und so fort. Und dementsprechend ist das Lenkrad noch nicht aktiv. Aber wenn ich das hinbekommen habe, dann muss ich das echt mal testen. Aber wenn ihr das vorher schon mal testen wollt und gerne mal ein Feedback da lassen wollt, dann nutzt die Kommentarfunktion, schreibt es mal unten rein, wie sich das Ganze anfühlt. Denn wie gesagt, also das klingt ja eigentlich schon nach einer ziemlich coolen Sache, das Ganze. Ne? Also wenn das halt funktioniert, dann wäre das doch schönes Spielzeug dann eigentlich. Das ist ja dann noch geiler gescriptet dann eigentlich das Ganze. Und ja, von daher, wie gesagt, also wenn ihr da mal irgendwie was testen könnt, dann nutzt mal die Kommentarfunktion und schreibt es einfach mal unten rein. So, dann gab es noch viele andere Kommentare von euch, die dieses Fahrzeug absolut toll finden. Kann ich nur bestätigen. Also Bram Züri hat auch nochmal geschrieben, dass das halt mit dem Ton halt wirklich Platzhalter ist, so wie ich es ja halt in der Folge schon erwähnt hatte. Und von daher noch nicht final ist der Ton. Dementsprechend muss man hier halt noch ein bisschen, ich sag mal, abwarten, bis das Ganze hier natürlich denn vollständig da ist. Ist ja halt wie mit dem KT. Ja, der wird ja von Zeit zu Zeit immer noch geupdatet und das wird halt mit der Tram 2000 hier genauso sein. Also dementsprechend da halt noch ein bisschen Geduld. So, wir werden jetzt mal ganz kurz mal hier das Ganze hier einstellen. Linie. Und ich glaube, Ziel war 33, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Aha, das stimmt sogar. Das ist ja perfekt. Und wir werden jetzt mal hier auf jeden Fall gleich mal in den Nachtmodus wechseln. Ich brauche bloß noch. Oh doch, wir können jetzt ruhig schon in den Nachtmodus wechseln. Wenn wir das Ganze jetzt nämlich auf 4.31 Uhr stellen. Machen wir 3.31 Uhr. So. Ist schon deutlich dunkler. Die Fahrzeuge haben überall Scheinwerfer an. Die leuchten. Wie gesagt, wir befinden uns hier übrigens auf der Karte Forsthausen. Also nicht wundern, das Ganze ist hier im großen Umbau drin. Ja, also auf der Karte jetzt nicht allzu viel Wert legen. Wie gesagt, die befindet sich halt noch stark im Bau. So, aber wie gesagt, Fahrzeugbeleuchtung vorne ist an. Sie wirft auch einen schönen Kegel. Flackert bei mir allerdings. Weiß nicht, ob das euch auch schon aufgefallen ist, ob das bei euch auch so flackert. Das sieht halt aus, als ob die ganze Zeit ein Blinker läuft. Aber warte mal, hier läuft tatsächlich. Ach, guck mal, hier läuft ein Blinker. Also mit dem Blinker, ne, wenn der Blinker an ist, sieht man es, da gibt es einen kleinen Fehler drin. Und das ist auf beiden Seiten. Also, weiß nicht, ob das gewollt ist oder
für den Fahrer irgendwie vorne signalisiert halt, dass der Blinker gerade an ist oder sowas, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, weil der hat ja innen drin seine Leuchte dafür, ne, also das funktioniert. Sonst wird hier alles eigentlich schön geschildert. 62 hinten, unsere kleine Infolampe hier. So, sonst haben wir hier drinnen noch natürlich wieder S-Bahnhof Köpenick, ne, also auch hier. Das wird hier ausgeleuchtet und auch innen drinnen, finde ich, ist das Fahrzeug schön beleuchtet. Obwohl es hier so ein bisschen aussieht wie ein Teppich, was wahrscheinlich kein Teppich sein wird, weil sonst würde sich das Ganze nicht so spiegeln. Ne? Wenn wir uns jetzt die Lampen hier angucken, spiegelt das Ganze denn halt dementsprechend schon ein wenig, ja. Aber wie gesagt, wenn es ja natürlich so ein Linoleum ist, irgendwie sowas, ne, dann spiegelt das natürlich. Ja, also von daher. Aber diese Fahrzeugausleuchtung halt, finde ich schon, das hat schon was. Also das sieht schon wirklich verdammt gut aus. Da kann man auf jeden Fall nichts dagegen sagen. Wie gesagt, also bei so einem Fahrzeug, weiß ich nicht, vielleicht noch ein bisschen gelber das Licht, aber ich glaube, das passt so, oder? Also, weiß ich, das Fahrzeug wirkt im Allgemeinen doch ein bisschen älter, als es wahrscheinlich eigentlich ist. Und daher hat man irgendwie so diesen Touch, dass es halt irgendwie gelber sein müsste, also noch wärmer das Lichtteil sein müsste. So, lassen wir uns mal überraschen. Wir fahren mal weiter. Wir haben hier dementsprechend alles eingestellt und fahren mal ein Stück. Wir werden gleich noch ein bisschen dunkler. So. Ich weiß gar nicht, was los hier. Und wenn wir jetzt wieder hier abbiegen. Hier sieht man das Blinken halt, ne, von dem Fahrzeug halt extrem. Ja. So, wir fahren mal hier rum, weil Ampelschaltung, also Ampelvorfahrtsregeln gibt es hier noch nicht. So. Halt wirklich in dieser Stellung halt mal ein oder lassen sie ausrollen oder irgendwie sowas. Wo stand es in den Kommentaren? Damit sie halt schnell reagieren können. So. Und dann wollen wir die Türen aufmachen. Die Türen aufmachen. So, ich sehe gerade, dass wir die ganze Zeit die Türfreigabe drin hatten. Na, also, wie gesagt, auch hier in der wirft es eigentlich einen total hübschen Schein hier. So. Der Spiegel funktioniert halt, ne, hier, der Spiegel hier, man sieht halt wirklich wunderschön, wie das Fahrzeug halt in die Kurve ist und jetzt sich gleich wieder richtig ausrichtet, also das ist nicht nur ein Fake, der Spiegel, der funktioniert tatsächlich. So. Du hast geschrieben, jetzt kann der Bio nicht mehr so rasen. Ich rase nie, Leute. Das weiß ich nicht. So, nächste Haltestelle. Die Türfreigabe. Und die Türen öffnen. Also ihr seht, ne, es funktioniert halt unglaublich gut. Das sieht auch wirklich, wirklich hübsch aus, das Ganze. Wir gehen mal jetzt noch einen Schritt zurück und sagen jetzt einfach mal 0136. Damit wir mal die komplette Nacht hier haben. Ja, damit wir das auch mal so zeigen können. Und auch hier, ne, gibt's keine Probleme, Beleuchtung wird komplett richtig dargestellt.
So, Fahrzeuge bleiben auch stehen. Aber richtig schön wichtig hier unterbremsen, das funktioniert hier also. Ja. Das schaut ganz gut aus. Also auch dieses Fahrzeug, wenn man sich damit so richtig reingefuchst hat, dann macht das Fahrzeug hier echt Spaß, damit hier rum zu cruisen. Ja, man muss sich erstmal mit der Bremse so ein bisschen vertraut machen, ja, und wie das halt nachher auch mit dem Lenkrad funktioniert, da bin ich auch mal mega gespannt, wie es halt funktioniert, wie es halt ausschaut. Auf jeden Fall stelle ich mir da schon eine ziemlich coole Sache vor, weil sowas gab es halt in der Richtung noch gar nicht. Ja? Also im Lotus Simulator, auch wurde ja geschrieben, ja, dass es hier so einen kleinen Fun-Fact gibt. Und zwar ist es ja die erste Straßenbahn-Eisenbahn für den Lotus Simulator. Also sie gilt wohl irgendwie auch als Eisenbahn. Das Ganze kommt von Oxbox Tatze, der hat das Ganze mal bei uns in den Kommentaren gepostet. Ja, also falls da was dran sein sollte, kann sich ja Team Züri ja gerne mal dazu zu Wort melden. Oder vielleicht wisst ihr das ja sogar. Ne? Dann gerne mal damit in die Kommentare. Aber es wird schon stimmen, weil warum sollte er sonst was schauen? Ja, hier liegen die Verkehrspfade ein bisschen falsch. Also. So, und bremsen, Türen auf. Das sind übrigens die Fahrzeuge von Kartoffelphantom. Die haben sogar einen Ingame-Ton. Letztens mich erschrocken gehabt, wo ich die Fahrzeuge eingesetzt habe. Was ist denn hier so laut in dem Spiel? Was ist denn hier so laut? Ja, da waren es die Hacker, die hier so rumtuckern, ja. So, also haben wir das jetzt auch getestet und ich muss ganz ehrlich sagen, es ist ein absolut fantastisches Fahrzeug. Ja. Also wie gesagt, sowohl in Doppeltraktion als auch in Solo-Traktion absolut großartig. Der Tachograph, wie gesagt, den haben wir dann doch erkannt. Team Züri meinte aber in den Kommentaren, dass der gar nicht so gut beachtet wird, dass man hier viel auf das Steuerrad Wert legt, wie halt die Einstellung halt ist. War mir eigentlich klar gewesen, weil so ist das halt, ne? Also, so kenne ich das halt auch von früheren Straßenbahnen halt zumindest. Die haben noch den Blinker an. Deswegen blinkt das Ganze so, die Zeit. Ja, also abschließend kann man hier wirklich sagen, wirklich also auch in der Nacht einsatzbar. Weiß jetzt gar nicht, eins, was ich jetzt noch nicht getestet habe, aber vielleicht könnt ihr das ja gerne in den Kommentaren beantworten, ist, ob das Fahrzeug Multiplayer-tauglich ist. Ich gehe mal stark davon aus, dass es das ist. Dass man das Fahrzeug dann halt auch im Multiplayer einsetzen kann. Das wäre natürlich noch das letzte große Ding, ne? Was jetzt natürlich hier noch fantastisch wäre. Also wie gesagt, wenn ihr da irgendwie Information für habt, dann nutzt die Kommentarfunktion, schreibt es mal unten mit rein. Wenn das Ganze schon mal im Multiplayer-Part gefahren seid. Aber so an sich, ja, denke ich mal, macht man mit diesem Fahrzeug absolut nichts falsch. Wie gesagt, auch dafür, dass es halt einfach kostenlos ist. Ja, es kostet euch nichts halt, ne? Aber trotzdem möchte ich gerne mal alles so gezeigt haben, ja, damit, falls irgendwer noch so ein bisschen Bedenken hat und vielleicht nicht alles aus dem Workshop runterlädt, kann ich absolut nachvollziehen. Wenn man nicht den kompletten halben Workshop bei sich auf der Festplatte hat, einfach mal zu gucken, ja, wie sieht es denn halt aus mit dem Fahrzeug. Und einfach mal auch für die anderen, einfach mal um zu zeigen, ja, so die noch nicht Lotus haben, was es so gibt, Tolles auf dem Markt. So. Wie gesagt, das mit dem Licht hier, das muss doch auf jeden Fall gefixt werden. Ne? Das ist, aber ich glaube, das wird auch schon bekannt sein. Ich war stark davon aus.
Ja, Luftbremse, ne? Wenn wir mit X drücken, also auch die funktioniert. Ja. Bleibt eigentlich nichts mehr groß zu sagen. Außer, wie gesagt, ein sehr schönes Fahrzeug hier, wie gesagt, an Typ Zürich. Großes Lob. Dafür auf jeden Fall macht es halt auf jeden Fall Spaß, wie gesagt, sich einfach mal mit Fahrzeugen so weit auseinanderzusetzen, die man halt so nicht kennt. Ja, ich meine, den GT6, klar, kennt mittlerweile jeder und jeder weiß auch, wie er aufgerüstet wird und jeder wahrscheinlich wird damit auch fahren können. Ja, aber wenn es immer so neue Straßen sind, zum Beispiel wie jetzt halt die ganzen Tram Düsseldorfs, ja, das Ganze halt einfach mal aufzurüsten, zu starten, die ersten Meter zu rollen, das ist einfach schon ein absolutes Highlight. Und das war jetzt hier bei der Tram 2000 genauso gewesen. Also erstmal sich ransetzen. Ich mag das ja sowieso. Ich bin sowieso ein Typ, ja, starte mal mit Kaltstart. Also bei mir ist nichts vorgerüstet oder sowas. Ich muss das halt wirklich selber anbekommen und muss damit halt selber die ersten Meter gerollt haben. Um mich dann halt weiter mit dem Gerät aus dem, also mit der Straßenbahn auseinanderzusetzen. Und dann sitzt du dann manchmal schon einfach gefühlt 20, 30 Minuten dran, einfach nur um die Straßenbahn anzubekommen. Ja, das ist schon, das macht schon Spaß, aber das ging hier bei der Tram 2000 relativ einfach. Weiß ich nicht. Ihr könnt ja gerne mal jetzt eure Ideen, eure ja, Wünsche, eure Sachen einfach mal so in die Kommentare posten, was ihr von der Tram 2000 so haltet. Jetzt haben wir sie also im Tagfahrmodus gesehen, im Abendfahrmodus und Nachtfahrmodus. Wie gesagt, ist euch zum Beispiel irgendwas Grobes aufgefallen, dann nutzt die Kommentarfunktion, schreibt es unten mit rein. Ich denke mal, Team Zürich wird sich das Ganze vielleicht ein bisschen durchlesen und vielleicht das eine oder andere ja eventuell mitnehmen. Und sonst ja, bedanke ich mich auf jeden Fall, dass ihr dabei wart und hoffe natürlich, dass wir uns im nächsten Mal das Video hier auf dem ÖPNV-Kanal hier wiedersehen. Ich verabschiede mich, bedanke mich, sage tschüss, hoffentlich wieder bis zum nächsten Mal.